se questa osservazione è la stessa che ha fatto lei in Africa. La dracama del scapimento, quella che si usa in primo. Del motore 8 cilindri? Betrifft das den 8 oder den 12 Zylinder? Auch 8 Zylinder. Ich habe also bei meinem Uraco, der ja gute 30.000 erst gefahren hat, habe ich also gerade auf der Auslastseite eine eingelaufene Nockenwelle. Leider nur eine. Sì, ha fatto sull'8 cilindri, sì, ha fatto questa ispezione. Nel motore 12 cilindri può succedere questo perché, come sappiamo, le testate sono molto inclinate, per cui l'olio non ha lo stesso tempo di lubrificare come ha negli altri motori dove le testate sono pari. Lei sa che nel motore a V è inclinato così. Recht interessante Antwort di Valentina, gibt es ganz einfach die, es handelt sich ja bei beiden Modellen V-Motoren. Und der Windschub beim 12 ist 60 Grad und beim 18 ist 90 Grad. Je größer der Winkel ist, umso schneller hat das Öl die Tendenz, wieder in den Sumpf zurückzuströmen. Und deshalb kann es sehr leicht, insbesondere beim 8-Zylinder, vorkommen, dass die Schmierung nicht immer konstant ist von der Nockenwelle und dass sie sich deshalb schneller abnutzt. Also Valentino sagt, eine Nockenwelle läuft leichter ein bei einem 8-Zylinder als bei einem 12-Zylinder. Questo succede più facilmente al 8-Zylinder o al 12-Zylinder, quella misura. Più facilmente all'8 cilindri. Ja, das passiert eher beim 8 Zylinder als beim 12 Zylinder. Ist ja auch normal, dass der Winkel größer, nicht? Ja. Und damit der Winkel schneller. Und würde Valentino das nicht zurückführen auf die höheren Temperaturen, die auf der Auslassseite herrschen? Non è questione di temperatura. No, pensiamo che sia più questione di scarico dell'olio. Ich glaube, das ist eher eine Frage der zu schnellen Abflusses des Öls als der Temperatur. Je vais peut-être vite traduire ce qu'on a dit en français. La question était pourquoi l'abracam du côté échappement s'use plus vite que l'autre abracam, si c'était une question de température. Alors Valentino a répondu que dans les moteurs à V, comme les moteurs Lamborghini 200, le moteur 12 cylindres V 60 degrés, le moteur 8 cylindres 90 degrés, l'huile s'échappe.
Sonderlaut. Der Grund für diesen Laut ist ein Treffen, eines von drei Treffen im Jahr vom Lamborghini Club. In dieser Lamborghini Club, in Deutschland gegründet, hat mittlerweile 150 Mitglieder aus 14 Ländern. Und in diesem Club vereint den 300 von diesen Diamanten im Automobilbau, alles natürlich recht teure Geschütze, wo die alte Frau lange für stricken muss. Dreimal im Jahr trifft man sich, diesmal auf dem Nürburgring. Die Autos, die Sie jetzt auf der Strecke sehen, können Sie heute und morgen dann auf dem Parkplatz 21 in Ruhe auch nochmal angucken. Wie gesagt, der Gründer des Unternehmens, das war ja der alte Herr Lamborghini, der baute Ackerschlepper. Und dann wollte er ein schönes Auto haben und hat sich einen italienischen Edelwagen gekauft. Dann hat er den richtig angeguckt und hat gesagt, das gefällt mir nicht, das kann man besser. Dann hat er also gesagt, ich baue mein Auto selbst. Das ging also an, auf Deutsch gesagt, Ferrari Konkurrenz zu machen und baute super Autos über einen gewissen Zeitraum. Dann aber irgendwie wurde das Geld weniger und sein Weinbau verlangte auch den Schiff. Heute ist er der Produzent von hochedlen, hochgeschätzten Superweinen. Feinschmeckerlokalen dürfen Sie da schon richtig für bezahlen. Aber die Firma als solche, der Autoproduzent Lamborghini, besteht weiter in Italien. Ein Franzose namens Patrick Mimran hat den ganzen Laden übernommen von Lamborghini. Nicht die ganze Firma, sondern alles, was mit Autos zu tun hat, baut heute Autos. 8 Stück im Monat. Einzeln, von Hand. Und die haben dann so schöne Namen wie Kuntage. Einen werden Sie sehen, oder mehrere. Neu im Programm ist ein Typ, der heißt Yalta. Es gibt den Islero. Es gibt, wie heißen die anderen? Den Miura. Miura, der Name eines Stieres. Dann den Carrama, genannt nach der spanischen Rennstrecke. Warten wir es also ab, was die Freunde uns hier vorbeiführen an einem Industriekorso ganz besonderer Art. Und wie gesagt, sicher nichts für dich und mich, nicht für, es ist kein Facharbeiter-Ferrari, dieser Lamborghini. Das ist ein Auto für Leute, die eigentlich schon alles haben. Aber es ist schön, dass es sowas gibt. Schauen wir es uns an. ...375 PS, und wie Sie sehen, sogar mit Heckflügel und deutsche Kennzeichen anzuzeigen. Dadurch ist es Glück. Halleluja. Natürlich in der Schweiz geht es. Jetzt kommen die Juras. Die Juras, in denen man mehr liegt als sitzt, wie in einem Formel. Den Tota und der Vorzeichen haben das. Jetzt kommen die Espadas. Achten Sie mal am Heck auf die durchbrochene Heckpartie mit einem Plexi-Streifen drin. Da können Sie also rausgucken, selbst wenn Sie halb im Auto liegen. Und das ist der Carrama, das ist eine elegante Limousine. Davor kommen etwas ältere Modelle, man sieht es an den Linken. Die hatten die große Zeichnung dran. Die hatten damals noch nicht auf schicke Namen geeignet. Und hier kommen die Carrama. Das ist ein Baum.
Thank you.
Das nächste ist, ich möchte die Instruktoren vorstellen. Das ist für die Sektion 1 Herrn Stefan Miller. Erklärung brauche ich keines Mal. Miller, kommen Sie bitte daher. Für die Sektion 3, ich gehe mal ja vom Uhrzeigersinn her, das ist jetzt ein bisschen so andersrum gemacht. Das ist Herr Feutneck aus der Schweiz. Und die Sektion 2, hier Ameisenkurve, Stadt- und Zielgerade, das ist mein Clubfreund Hami Donner. Bitte in die Fahrzeuge, in den Gruppen, und zwar jetzt fangen wir nicht rangieren an, sondern fahren jetzt langsam raus und jeder merkt ja, wo seine Gruppe ist. Die Kundtouch ist ja nicht zu übersehen, wir ackern ab und die Gruppe 2 und 3 teilen sich auf. Ansonsten wird alles an den Sektionen bekannt gegeben. Ihr braucht also jetzt außer Fahre nicht mehr zu denken. Ich bedanke mich jetzt vorerst und ab in die Fahrzeuge. Thank you.
Thank you.